Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Christoph hat mir ja Schönes mitgebracht. Eine Box. Und pro Stadion war noch. Ein paar Turnschuhe wahrscheinlich. Schauen wir mal rein hier. Wow. Haben wir denn hier alles so Schönes drin? Einmal die Schnürsenkel. Erkenne ich schon. Oh, verschiedene Designs. Natürlich dynamisch. Mit dem passenden Lace Tag unserer SGD. Nicht schlecht. Gucken wir mal weiter, was hier noch drin ist. Ah, Einlegesohlen. Einmal ein Umpro- und Schrittmacher-Design und einmal im dynamischen Look. Sehr schön. Und jetzt kommt das Wichtigste. Der Schuh. Feinstes Design. Dreh ich den nochmal rum. Ja. Mit einer schönen Performance-Sohle, mit einem kleinen Anhänger dran, auch eine Form eines Schuhs, da steht auch sogar Dynamo drauf, Umpro, genauso wie das Original, nur im kleinen Format. Hier ist eine Nummer drauf, die 1 von der 1204, 12.04., das sagt mir was, da fällt mir gerade was auf. Seht ihr es auch? Einmal Dynamo und einmal Dresden, wirklich fast schon im Vitrinstück. Und das sieht man auch am Lace-Tag, einmal SGD und einmal 1953. Dazu zwei verschiedene Zungen, einmal mit dem Dynamo-Logo und einmal vom Schrittmacher, der den Schuh entworfen hat. Dazu hinten an der Ferse zweimal das Dynamo-Logo. Also viele Highlights an diesem Schuh. Ich bin total begeistert. Mit dem Schuh am Endeffekt steigen wir schneller auf.